sind halt zu Dietling angefangen, am Zins Lounge Bar. Das war immer so ein flottes Konzept für uns 12, 13 Jahre, wenn wir das gemacht haben. Und da habe ich mit einem Kollegen zusammen gemietet, weil wir immer, wenn wir auf den Tour gegangen sind, haben wir gesagt, wir machen einen Kaffee ab. 2010 hat mir ein Kollege ein Projekt gewiesen, den er wollte realisieren, Matzen am Zentrum von Dietling. Ich habe mir die Pläne angeguckt und ich war direkt verliebt an die Pläne. Das ist ein Lokal, das einfach optimal liegt. Matzen am Zentrum, an einer Zone Pieton, wo Kinder können am Haus spielen, wo ihr ruhig sitzt, aber wo ihr den ganzen Tag Sonne. Das war ganz wichtig für mich. Ja, nur 10 Jahre sind das ist ja typisch Loungebar gewesen, dann auch Klausen mit Bar, Club, wollte ich etwas ganz Einfaches machen. Du siehst, ich auf den typischen Bistro kommen. Typisch Bistro ist für mich ein total Trend. Das ist zugänglich für alle Menschen, alle und jung. Und das ist mir eigentlich gelungen, halb der Platz. Wir haben uns hauptsächlich auf Schmiere basiert oder auf Kudelfleck und Gulaschzupp. Weil heute zu Dilling rundherum gehören immer viele Restaurants und alle Variationen. Mir just das hat heute gefehlt. Für was Dietling? Oh, Dietling ist eine sympathische Stadt und aber so ein bisschen mit Dorfmentalität. Er kennt ihn den anderen, Jiderin ist direkt per Du. Und natürlich fühlt sich einfach auch als Geschäftsmann wohl heute zu Dietling. Ich kenne praktisch Jiderin, die bei mir an der Bistro kennt. Mein Name ist Dan Thiel und ich bin der Proprietär von Mon Chalet.